auf Platz 5 gerade Christian Kenkles auf seine Startbox sich eingefunden, auf Platz 4 Michael Welle, auf Platz 3 Martin Fuhrmann, Platz 2 Dominik Brabretz und auf Platz 1 unser Pulsetter Dennis Wilhelm. Nun beginnt die Fahrzeuge in die Einführungsrunde. Ist hier jetzt nochmal wirklich wichtig, die Reifen auf Temperatur zu halten. Als kleiner Tipp ist hier immer anzubringen, immer ein bisschen auf der Bremse stehen zu bleiben, ein kleines bisschen, auch nicht zu lange, weil man möchte die Bremsen ja auch nicht überhitzen, aber dass man sich zumindest danach in seiner Startposition nicht befindet und dann extrem kalte Bremsen hat. Also ist beim Anbremsen die erste Kurve halt doch immer wichtig, dass man Bremsen hat, die auch gut greifen. Ja, und Marian Köste scheint wohl komplett Ausfall gehabt zu haben, weil er ist auch aus dem Teamspeak jetzt noch raus. Schade, schade. Ich muss sagen, bei Marian ist es leider auch in der Vergangenheit so gewesen, dass er zwar schnell war, aber die Technik ihn oft im Stich gelassen hat, ob es abgebrannte Netzteile waren oder Probleme im Internet. Leider schon des Öfteren vorgekommen. Schade, schade. Auch schade für das Team von Dennis, weil mit Marian hat ein Teamkollegen also wirklich auch in der Teamwertung ein Wörtchen mitlegen können. Marinus, du kannst ja gleich ein bisschen weiter im hinteren Feld funktionieren, gucken, was da so passiert. Wir sind dann hier beim Paulmann natürlich dann dabei. Da nehme ich mal in die wieder im Mittelfeld zu einordnen, so in globaler Übersicht, über Platz 14 nach hinten. Weil da ist gerade ein Stefan Lehnecke, mit dem ein Aufruf zu rechnen ist. Auch ein sehr schönes Auto in Porsche. Das stimmt, schöne Lackierung auch. Schwarz und was war das noch? Mintgrün, ja, kann man sagen, bläulich mintgrün würde ich sagen. So also genau. Eine schöne Farbkombination, passt sehr gut zueinander. Ja, hier haben wir ihn mit. Es ist halt hier wirklich schwierig, die Bremsen auf Temperatur zu halten wegen den langen Geraden. Da muss man also auch wirklich auch im Vorfeld schauen, wie man die Bremskühlung wählt. Weil die Bremsen dann auch extrem abkühlen auf den langen Geraden. Das stimmt. Das ist auch speziell in der Phase der Formationsrunde. Im ersten Rennen wird sicherlich nicht so eine große Rolle spielen wie der Materialverschleiß, ja. Aber im 1-Stunden-Rennen später muss man ein bisschen darauf dann achten. Ja, das spielt dann hier schon eine Rolle. Wenn man dann aus hoher Geschwindigkeit zögern muss, ist es hier doch sehr auf Stop-and-Go ausgelegte Strecke. Ich sehe halt leider hier jetzt wenige Fahrer, die auf der Bremse stehen, um es warm zu machen, weil wir haben ja auch die Bremslichter und bei den meisten Fahrern leuchten sie sehr selten auf. Ja, das Problem ist hier aber auch, dass du am Start nicht wirklich bremsen musst. Du musst kurz auf die Bremse für Kurve 1, ja. Und kannst dann bis zur Schikane Vollgas geben. Das ist halt auch sehr gefährlich. Es bringt wenig, die Bremsen auf Temperatur zu bringen, weil du einfach so ewig lange erstmal fährst, bis du bremsen musst. Also ewig die Bremsen wieder unten, ja, das stimmt. Ja. So. Wichtig ist es halt wirklich, die Reifen auf Temperatur zu bringen, besonders die Hinterachse. Die spielt jetzt am Start eine große Rolle, wer am besten wegkommt. Das Feld rotiert jetzt langsam. Oh, ich schaue jetzt mal nach hinten. Alle soweit. Die Ampel schaltet jetzt geht mal an. Auf Grün. Die GT Master Saison 2012 geht jetzt los. Oh, schlechter. Also der ist schon fast stehen geblieben. Da wird es gleich mal hinhängen. Leichte Berührung zwischen beiden Fahrstellen. Was habe ich gerade festgestellt? Oh, es kracht in der Kurve. Oh, da steht gleich eine Bär- und Flügelsalat in der ersten Kurve im hinteren Feld. Auf 2021. Da ist schon gleich mal eine Beschädigung beim Herrn Schneider wohl passiert. Müssen wir anschauen, wie die Front bei ihm aussieht. Vorne im Feld ist erstmal alles recht glimpflich abgegangen. Also Dennis hat einen sehr schlechten Start. Da musste gleich einen der Z4 passieren lassen. Ist auf Platz 2 jetzt im Sandwich. Oh, da hinten führt jetzt. So, und Martin Fuhrmann saugt sich jetzt hier am Rückschatten an. Dennis fährt sofort Kampflinie. Geht eng zu. Oh, der Herr Meier hinter der Felsenlampe hat wohl irgendwie eine Beschädigung. Der Wagen setzt extrem. Oh, auf. Und Martin dreht sich weg. Das könnte schon. Oh, der da schießt einer mit seinem Lamborghini mal geradeaus, landet in der Mauer. Das war, glaube ich, der Herr Meier. Ja, wir gehen jetzt hier um 5
Feld, weil vorne hat sich jetzt gerade etwas entspannt. So, hinten geht's wirklich hoch. Wie ist das? Peter Grau gegen Martin Fuhrmann und Martin Henning Woller dreht sich auch nochmal weg. Oh, da wird's auch eng zwischen Michael Welle, Carsten Wilhelm und Kenklis. Das wird ein richtig schöner Kampf. Würde ich euch mal empfehlen, da durchzuschalten. Oh, eine Berührung! Das hat mir eine Position. Das ist Position 4, 5, 6. Oh, das wird sehr eng. Da gab es eine Berührung, da ist ein Pfeil weggezogen. Da ist ja ein Riesenfeld. Oh. Michael Welle da gerade. Oh, der wird in Weder der Welle einen Pfeil verloren. Ich weiß es nicht, der hat ein bisschen jetzt zu kämpfen. Oh, was ist jetzt weg? Ah, Carsten Wilhelm doch noch da. Ist aber weit nach rechts extrem. Also Osterkamp hat gerade das Spiel verlassen, so wie es aussieht, schon wieder. Wieder ein technischer Check für das Chaos Racing Team. Das ist natürlich bitter. Ja, Welle scheint hier ein Problem zu haben, um Rhythmus zu kommen. Also King ist, da kommt einer von hinten gegen Keule. Das geht da eng zu. Hinten ist außen, außen an der Seite. Welle hat einen Fehler gemacht, weit nach außen. Angriff, der Fox GT geht vorbei an Michael Welle und der BMW versucht gleich mitzuziehen in der Spitze. Das ist ein enges Bild, das geht eng zu da hinten, da ist alles dabei, was Rang und Arm hat. Also es ist eine wahre Freude. Irgendwie haben wir jetzt vorne was verpasst, nämlich der Dennis Fuschheim führt jetzt mit 2,5 Sekunden vor Dominik Bartels. So gehen wir schon wieder hin, aber da hinten, Kolbe spielt sehr gut mit, aber der Welle hat Probleme mit seinem Fahrzeug. Er fährt sehr oft neben der Strecke und er tut sich schwer, Rhythmus zu finden. Und es sieht so wie es aus, der Zug, zwei BMWs an ihm vorbei. Ja, so ein Simpel, letztes ist noch BMW gefahren und jetzt, das wird eng. Dreifaches Anbremsen, Michael. Sehr spät. Weit nach außen. Berührung schon wieder. Da fliegt der Poller. Den sind wir jetzt los. Das geht wirklich eng zu. Aber es gab gerade vorhin eine Berührung zwischen Welle und Wilhelm. Weil man sieht auch an Michas Fahrertür, die ist ziemlich eingedrückt. Ja, wird gleich auch kassiert vom BMW. So, zweimal BMW. Und jetzt kommt der Peter Grau. Und wenn der beißt. Und direkt dahinter der Martin Fuhrmann. Ich habe so das Gefühl, wieder hat eine kleine Geschädigung bei der Berührung mit Herrn Wilhelm, weil er verliert extrem an Speed. Also er tut sich schwer, nicht da mitzuhalten. Aber man weiß hier gar nicht genau, wo man hinschauen soll, weil das sind lauter kleine Krüppchen. Ja, vorne ist es etwas entspannt. Wir sind jetzt hier bei den ersten Zweikämpfen. Vorne ist jetzt doch bisschen mehr Abstand drin und Michael Welle verbremst sich da ordentlich. Peter Grau vorbei und der Martin auch noch. Im hinteren Feld sehe ich auch, dass Nemetschek extreme Probleme hat sich mit seinem Vorstellen, dass wohl ein paar Autos schon Mittelleidenschaft gezogen. Meyer schon gerade in die Box, der hatte gerade heute schon Probleme mit seinem Lamborghini. Der fährt gerade langsam in Box, wohl ein Reparatur zu sein. Ralf A. auf Platz 17 hat sich eigentlich bis gut verkauft. Hier haben wir den Kai Knebel gegen Jörg Ingold. Mal schauen, ob der sich da ansaugen kann. Ja, das ist gerade alles so nah beieinander. Ich sehe auch gerade Henning Bollert an Frank Bauer vorbei, auf der langen Geraden beim Anbremsen und ist wieder Platz 11 und Platz 11, also Kampf über Platz 11. Wo Platz sind hier in der TV-Ansicht? Ja, Kai Knebel, und genau. Der Alpiner BMW konnte sich noch vor den M3er halten. Ja, dann schauen wir hier mal den Händen. Oh, der Frank Bauer, der gerät jetzt unter Druck. Und Peter von den, sogar. Peter. Der verkauft sich auch nicht. Beim Peter ist es halt leider so, er ist nicht gerade der materialschonendste Fahrer. Also wir hatten noch das ein oder andere Rennen mit unserem Peter Petrikowski. Ich bin ja gerade gelobt und macht einen Fehler. Das geht nicht. Schauen wir mal hier auf die 2 BMW. Hängt über immer noch vorher. Der hängt aber gut hinten dran und man sieht's. Problem ist, dass wohl der Kai Knebel ein bisschen eine unruhige Hinterachse hat beim Anbremsen. Ja, und in der Zwischenzeit ist Dominik Wappertz mal eine neue Bestzeit gefahren und das geht. Wow. Hier wird auf Kontakt gefahren. Ja, also, wir fahren hier Tourwagen und Feinstein.
Ja. Man merkt, man sieht, wie die Hinterachse vom Kalknebel in den schnellen Kurven so die regelrecht ausbricht. Da liegt der Wagen schlecht, also da liegt der BMW von Jörg Degenkolbe wesentlich besser. Man merkt es auch, bei den schnellen Lastwechseln kommt er immer näher. Oh, und jetzt, oh. Oh, ja, und er dreht eben. Nein. Ja. Oh, und es sind leichter Hörnern und der Michael Weller vorhin schon mal angegriffen. Und der Welle kommt wieder. Ja, der kann, ja. Der hat ordentlich Überschuss, der wird da jetzt oder vorne, vorne. Schau mal, ich war nach vorne auf Platz. Oh. Platz 5, 6, ja. 7, das wird eng. Peter Grau gegen Degenkolbe. Das zieht der Bürger neben dem Windschatten mit. Oh, das wird hart. Und weit bremst sie vorbei. Das gibt's doch nicht. Kommt Degenkolbe kontert. Kommt, kann man vorstellen, dass der Degenkolbe so ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen ist. Ja. Durch das Touchieren gerade. Aber wirklich tolle Zweikämpfe, faire Zweikämpfe. Beinhart zwar, aber wirklich mehr. Die haben sich wirklich jetzt gerade doch Raum gelassen. Doch, war nicht viel, aber zum Überleben hat es gereicht. Aber Degenkolbe hängt schon wieder am Peter Grau und ich denke mal, wenn der jetzt wieder seinen Rhythmus findet, wird er auch den Peter mit gleich unter Druck setzen, weil der Wagen von Degenkolbe liegt in den schnellen Kurven sehr gut, also der gefällt mir sehr gut, wie er da liegt. Die Hinterachse sehr viel Grip, auch beim Anbremsen. Da sehen wir beim Herrn. Wir haben jetzt bei uns mal einen Gast mal wieder. Der ja, ich muss, also wir sollten aber die Führung nicht außer Acht lassen, weil der Dominik schiebt sich da im Sekundentakt, ja? Runde. Ja, schaut mal auf den Führung. Hast du, ja, schon wieder ein Problem? Was ist passiert? Ja, was ist passiert? Zum einen habe ich mir mal einen ganz, ganz seltenen Frühstart erlaubt. Oh. Ja. Ärgerlich, aber letztendlich kein Problem. Weil, ja, der Start war ziemlich chaotisch in den ersten Runden, in den ersten Kurven. Hab ich gesehen, ja. Nur Chaos, ja, und halbe Runde und schon war ich wieder. Hast du im Hintergrund auch den BMW querstehen sehen, den blauen? Ja, da waren mehrere quer. Meier war leider alles quer, weil da war ein Porsche war quer, ein BMW war quer. Ja, war halt viel Chaos und ja, beim Start sind einige nicht weggekommen, ich konnte nicht vorbeischieben. Ja. Beim Anbremsen hat man mich dann sofort angeschoben und ja, mein Auto war schon gar nicht mehr richtig lenkbar. Ich wäre sowieso in der ersten Runde direkt in die Box gegangen, hätte dann in der zweiten Runde meine Turbo abgesessen. Und naja, aber mein Rechner ist wieder abgestürzt. Henning Mollert jetzt gerade im Box, das ist ein sehr früher Boxenstopp, ich weiß nicht, was da jetzt passiert ist. Das muss nur Frühling sein. Der war auch am Anfang mit dabei, ja. Aber war jetzt gerade vorhin eigentlich nur vom Speed dabei, es wundert mich jetzt, dass er jetzt in die Box gefahren ist, da muss wohl irgendwas vorgefallen sein. Ja, na ja. Wichtig Runde hier, auch. Oh, er hat die Linie überfahren, ich weiß ja nicht, wie ist es mit der Boxenausfahrt, der fährt da ziemlich abseits der Strecke. Wie ist es mit der Boxenausfahrtlinie? Die darf ja eigentlich nicht überfahren werden, oder? Nein, das wird, wenn die Boxenausfahrtlinie überfahren wird, wird sie nachher eine Strafe geben. Das habe ich gerade gesehen. Der fährt auch so die Kurven mit allen vier Rädern von der Strecke. Das ist gerade das, was ich sehe im direkten Blick auf ihn. Und bei der Ausfahrt aus der Box ist direkt zur Hälfte der Linie über die Linie gefahren. Ja, das wird also mit Sicherheit eine Strafe geben. Habe ich gerade gesehen. Wir sehen jetzt gerade, dass der Dennis Furchheim mit der schnellsten Runde gekontert hat. Da wird gleich dem Dominik Brabetz gleich wieder ein bisschen Zeit abgenommen. Aber und der Carsten Dominik Wilhelm ist auch nicht locker auf Platz 3. Also das ist... Nee. Dann das geht schon mal hin und her. Oh, der Martin Schor. Oh, Wilhelm Kresch. Kinkis zwischen die Kollegen. Ach du meine Güte, unter Frontsplitter weg beim Carsten Wilhelm. Schade. Da schleift was vorne an der Karosserie, das sieht gar nicht gut aus. Es kann auch hoffen, dass er den Wagen wieder auf Platz 4 Keramone ja, da hinten kommt jetzt noch eine Kampf, wo nämlich Peter Grau. Ja. Und der Wagen ist vorne schon appariert, also man sieht vorne fehlt komplett der Splitter. Das könnte der Jörg direkt draußen. Oh, der fährt aber nicht ja, schnell an der Abbremszone. Der kommt da drin zu stehen. Oh. Man kann doch nicht mit dem defekten Fahrzeug so schnell in die Kurve fahren. Hat es doppelt mit dem Hochstart bekommen. Besser der Jörg aus der Kurve raus. Carsten Wilhelm Go, weil wahrscheinlich die Strecke abgepasst. Da hat der Jörg alles auszunutzen an Windschatten. Oh, Peter ist aber Peter Grau.
Peter hat auf jeden Fall einen Top-Speed, das hat man auf den Geraden schon gesehen. Da im ersten Sektor kommt der Martin auf jeden Fall nicht so mit. Aber jetzt hier im zweiten Sektor, da ist der Martin gleich wieder richtig dran, wenn die beiden sich vorne ein bisschen kabbeln. Und das könnte mal richtig spannend werden. Also ich muss euch sagen, auf Platz 9 momentan zu zurückschleppen in die Box, Carsten Wilhelm hat eine Stop-and-Power bekommen, weil ich habe gesagt, der fährt mir viel zu schnell ohne Splitter in die Kurve da rein. Hat dann die Kurve nicht gekriegt, ist trotzdem nicht vom Gas gegangen und hat die Strecke somit abgekürzt. Ja, es ist jetzt mehr als nur schief gelaufen. Er fiel seine Stop-and-Go ab. Da geht es aber richtig rund hier. Platz 4 ist das. Und das wird das Ganze wird jetzt gerne noch ein Vierkampf, weil der kleine Hebel schiebt sich ganz langsam, aber sicher von hinten an. Degenkolbe lässt nicht locker. Und schöne Berührung. Und Fuhrmann gleich. Nach innen. Schönes Manöver. Hier klappt er wieder. Ja, diesmal hat er ihn aber. Aber der Obwohl, das ist eine Linkskurve. Da kann Grau. Fiel rein. Der hat da reingetan. Aber Fuhrmann geht. Lässt nicht locker. Und der Kai Knebel kommt von hinten randet. Es ist immer so, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Ja, der Martin muss jetzt gucken, dass er jetzt irgendwie dran bleibt. Und auf der Geraden hat er ein bisschen Nachteil, was den Speed angeht. Ja, das Eindruck. Merkt man hier. Dann zieht er. Ja, der Martin fährt mit vier Flügel. Ja. Und auch der ist mir aufgefallen, weil Peter greift aber an. Und Fuhrmann wieder. Man hat gesehen, man hat gesehen, dass gerade speziell die Audis mit schnellen Kurven ein Problem hatten, dass das Heck der Kai. Jetzt kommt der Kai aber von hinten an. Ist schon gegen Martin. Ist schon vorbei an Martin. Und Martin zieht mit. Das wird jetzt interessant. Er zieht nach innen. Dreher. Und Kai Knebel hat das gradlos ausgenutzt, ist vorbei an Martin Fuhrmann. Ach, das ist eine wahre Freude, da weiß man gar nicht, wo man hinschauen soll. Also ich bin schon in der Gelederkopfgruppe nicht dabei, mein Gott. Ich schau mal weiter nach hinten. Also wie gesagt, Carsten Wilhelm hat Stop and Go, ein gutes Auto gehabt. Stop and Go hat aber immer noch, die muss er jetzt noch absetzen. Das Auto ist wieder repariert auf Platz 18. Aber ich habe mir schon gedacht, Carsten, du optimistisch, einen kaputten Front weiter zu fahren, als ob nichts wäre, das ist tödlich. Platz 19 liegt momentan, Herr Meier, der ist gerade von Dennis Fürchheim, Platz 20 Vukovac. Mal schauen, wo unser Freund Ralf Malik, wird mal interessieren, der noch im Rennen. Der ist auf Platz 16 und da hat sie auch. Joa. Verkauft sich jetzt nicht schlecht. Nee. Mir fällt auf, dass es eigentlich ein Auto aufsetzt in schnellen Kurven. Also da fallen mir die Porsche extrem auf. Denike und Nemeczek setzen gern mal in schnellen Kurven auf. Da ist sehr viel Flug da. Beim Gradbau, beim Anbrennen scheint das Auto extrem niedrig abgestimmt zu sein. Weil beim Anbremsen tut er den Vorderbau auch etwas nach unten. Ja, du kannst ja auf der Strecke sehr tief abstimmen. Also ich hatte bei mir auch eine ganz, ganz tiefe und ganz weiche Abstimmung. Wobei auf der Hinterachse relativ hart. Weil diese Strecke hier, die stoppt eben. Ja, das ist, du kannst da wirklich sehr niedrig fahren, aber ich merke, der Denike hat momentan sehr Probleme mit seiner Balance auf Platz 14. Das Auto setzt kontinuierlich auf. Da sieht man die Magnesiumblöcke immer schön aufpumpen. Ja, so vorne entspannt das Ganze jetzt ein bisschen. Dennis zieht langsam weg. Bestzeit wird mir gerade angezeigt. Und wir kommen jetzt so langsam in die heiße Phase. Ja, im hinteren Feld ist es auch wirklich eng beieinander. Das ist genau das, was der Jörg gerade vorhin gesagt hat, durch das, dass sich wirklich hier so Grüppchen gebildet haben, auch von den Seiten her, ist für jeden eigentlich was mit dabei. Das heißt, es ist keiner so wirklich allein unterwegs. Ja, Jörg? Weil der Einzige, der hier wirklich allein unterwegs ist, ist mein Freund Michael. Der hat eine Kollision mit Carsten Wilhelm gehabt, da ist ein Teil weggeflogen, ich bin aber nicht sicher, ob das bei Michael war. Hat er also zumindest mal an seiner Fahrertür eine ziemliche Delle drin gehabt und hatte dann extreme Balanceprobleme, konnte dann auch nicht mehr mit den anderen mithalten. Hat sich zwar mit Händen und Füßen gewehrt, aber er kommt einfach nicht in seinen Rhythmus mehr. Weiß nicht, ob da was aber meine Tastatur ist hier gerade voll am Kopf. Die setzt andauernd aus und ich kann nach dem Sprechen wieder weiterschalten. So eine Punkttastatur.
Nein, ich habe eine Logitech G5. Andauernd geht hier alles aus. Bing, aus und... Nee, ich sehe irgendwas kaputt gegangen. Also, jetzt ist er mal im LCD-Bildschirmschoner und der hält jetzt auch, Gott sei Dank. Also, jetzt kann es mal weitergehen. Aber jetzt hat da auch wieder Martin Fuhrmann und Kai Knebel Peter Grau. Das ist wieder eine interessante Kampfgruppe um Platz 6 und 7. Sehr schöne Windschattenduelle. Man merkt, dass der Peter eigentlich so viel tritt beim Anbrennen nach, weil da kann Kai Knebel immer extrem gut rankommen. Obwohl Kai Knebel ist stark auf der Bremse. Ja, man sieht, dass der Ding quasi vorne schon schön weggezogen ist. Also er musste sich wirklich am Peter vorbeipressen. Aber dann ging es wirklich für ihn Stück für Stück weg von der Gruppe. Dominik kämpft wirklich bis aufs Letzte. Er hat so knapp an der Mauer vorbei, oder beziehungsweise an der Begrenzung, nutzt die Strecke auf jeden Millimeter aus, um an dem Dennis irgendwie dran zu bleiben. Der Dennis da vorne, der dreht die Runden wie ein Uhrwerk. Ja, so können wir den jetzt, ne? Ja, fährt auf jeden Fall die schnellsten Runden momentan. Also letzte Runde 53. Darf ich euch da mal bitten, wieder bitte auf Platz 4 zu schalten. Da bahnt sich was an. Kai Knebel ist jetzt wirklich sehr nah dran. Nee, da sind wir die ganze Zeit schon drauf. Also, wir sind dabei, genau. Ja, also ich muss euch mal ein bisschen fragen, weil ich bin direkt im Spiel. Ich könnte auch einen zweiten Monitor und Stream reinholen, aber... War jetzt nochmal vorne, der Dennis hat am Anfang die Reifen ein bisschen geschont, dann die ersten zwei Runden gehörten eindeutig Dominik, der aber am Start zu viel verloren hat. Da kam Dominik wieder ran und danach hat Dennis erst aufgedreht und hat aber am Anfang die Reifen geschont. Von daher ist er jetzt immer noch schneller. Also das wird jetzt nachher im Stundenrennen interessant werden, wer da mit seinen Reifen am besten haushaltet. Im Sprintrennen sind auch manchmal die Fahrer, die nicht so Reifen schon sind, noch gut im Rennen, aber dann im Stundenrennen kristallisiert sich das raus. Ich stelle fest, dass hier sehr viele doch sehr hart die Streckenfrequenzen gehen. Also wenn ich jetzt da mitfahren würde, ich würde lange nicht die Strecke so ausnutzen. Ich weiß nicht mal, was man da am Fahrer im Vorfeld den Leuten mitgegeben hat, aber... Kann ich dir schon sagen, also ich beobachte das hier die ganze Zeit und da ich in der Rennkommission bin, da werde ich mir also einige mal wirklich anschauen. Da sind also ganz klipp und klar gesagt worden, 10 Cuts, die keinen Vorteil bringen, sind erlaubt, aber ich sehe da schon einige, die da über diese 10 Cuts also schon bei weitem drüber weg sind. Und also ein paar Strafmarken. Ist mir in der Qualifikation schon aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Mir fällt auch jetzt hier im Rennen auch fast jeder Fahrer, also Peter Grau hier gerade wieder extrem drüber über die Strecke, weil... Ja, also du musst aber bedenken, die Regel war, diese grüne Flächen, diese dunkelgrünen sind freigegeben. Also das heißt, ich darf mit auch mit zwei Rädern da auf dem Curb sein und mit den anderen zwei Rädern schon von der Strecke runter. Ja, das, okay. Aber nur wo diese dunkelgrünen sind. Aber ich habe halt auch schon Stellen gesehen, wo die Leute halt über... Bereich gefahren sind, auch speziell den Kurven, wo man jetzt gerade auf das Kampffeld sehen. Und dann zum Beispiel hier Martin jetzt wieder. Ja, wieder extrem weit draußen. Also das gibt es einige, die nutzen die Strecke, das bringt hier auch was. Das muss ich ganz ehrlich sagen, es bringt was hier im letzten Bereich möglichst von außen Schwung zu holen. Auch jetzt hier in der Kurve sind einige zu stark am Limit. Das ging jetzt bei allen drei, war alles im grünen Bereich, aber da habe ich auch schon Carsten Wilhelm gesehen, der leider auch hart am Limit war. Ja, ich denke, es wird sich die Rennkommission alles angucken. Sehr mal lieb, Marius, wenn du mir sagen könntest, wo sich gerade der Führende befindet, weil die Zeit ist jetzt abgelaufen. Ich bleibe aber jetzt noch kurz hier bei dem Peter Grau. Der Führende ist jetzt gerade in der, ich glaube, es muss jetzt die in der anderen Startziel geraten. Also für ja, gut, die dann kleinen Rahmenserien. Der fährt jetzt gerade im zweiten Sektor müsste es jetzt sein. Ja. Sag mal Bescheid, ob ich beim Hotel ist, muss er dann nochmal umschalten. Ja. Oh, der von Fulheim! Der von Fulheim! Der macht so spannend. Ja, aber der Dominik ist da jetzt weiter noch hin dran. Wir sind jetzt auch bei Dennis Furschheim. Ja. Ja, scheint aber gut gegangen zu sein. Er hat nochmal Glück gehabt, ne? Ja, aber das war... Ja. Sind es nur 2 Sekunden gewesen, ich sag mal, vielleicht nur eine Sekunde später losgekommen, dann wär's nochmal jetzt sind wir wirklich im letzten Streckenabschnitt. So, und der Kai muss irgendeinen Fehler gemacht haben. Weil Peter Grau ist jetzt nur vor Martin Fuhrmann, Kai Knebel und da ist Abstand dazwischen. So, Dennis Fuhrmann auf Startziel gerade und wir gratulieren. Dennis gewinnt. Das erste Rennen. Genau, das erste Rennen
in der frischen GT Master Saison 2012. Zumindest mal das Sprintrennen. Das heißt, er muss jetzt halt danach im Hauptrennen das Feld von hinten aufrollen. Weil ja die Startreihenfolge umgekehrt ist. Ja, jetzt ist der Degenkolbe auf Platz 3. Kommt jetzt über Startziel. Platz 4, so wie es aussieht, Peter Grau, ja. Direkt dahinter Martin Fuhrmann. Auf Platz 5. Auf Platz 6 sortiert sich jetzt Kai Knebel ein nach seinem Fehler. Ich fahr viel wieder. Viel später, also. Jo, oh, viel Spaß, ne? Oh, Manöver, was? Schneider an Welle noch vorbei in der letzten Kurve, ja, gibt's denn das? Somit Schneider auf Platz 7, Michael Welle auf Platz 8, auf Platz 9 Kohlsche, Frank Bauer auf Platz 10 im Ziel, Platz 11 Peter Dietrichowski. Jetzt warten wir ab, und dann kommt Stefan Dänecke, so wie es aussieht, auf Platz 12 ins Ziel. Platz 13 für Henning Wollert, der hat am Anfang auch besser ausgesehen. Hat auch hier wirklich zu kämpfen mit seinem Auto, das ist sehr nervös, sehr träge beim Einlenken, der ist gerade hier im letzten Streckenabschnitt. Wenn ich das so einsehen kann, auch sehr, sehr neben der Strecke, also der hat extreme Probleme mit Fahrzeug und dreht sich noch auf der Startzielgeraden, ja, gibt's denn das? Aber Platz 13 ist Ziel gefahren. Dann auf Platz 17, unser guter alter Freund Ralf Mahr, hat sich gut verkauft. Wehrt sich noch mit Händen und Füßen gegen Nemeček. Auf Platz 15. Platz 16, leider wohl ausgefallen, Lars Koski, im Ferrari, steht. Oh, Meier, Ja, da steht hier, vielleicht hat er auch zu wenig Sprit mitgenommen. Der Qualm, ne, das sieht auch nicht so aus. Ich hab grad gedacht, da raucht's. Ja, sieht wohl so aus, dass dann Platz 16 an den Herrn Meier geht. Oh, wie bremst denn der die Lette? Fährt in die Box. Der fährt direkt in die Box. Ja. Ja, der ist schon über Stadtziel, der war okay. Schon. Der hatte eine Runde Rückstand. Okay. Oh, Carsten Wilhelm hat mal sie auf den Dennis schalten. Jetzt haben wir jetzt das Siegerbild. Leider auf Platz 3 nicht eingefunden. Der Degenkolbe hat da wohl ein bisschen den Punkt verpasst. Dennis hat den Warnwind an. Ja, und. Oh, Degenkolbe fährt doch zurück, stellt sich ja dann doch noch in seinen angestammten Platz. Also, wissen, was ist euer Fazit jetzt nach dem ersten Sprintrennen dieser Saison? Ich würde ja mal sagen, wirklich enges Feld. Bitte? Was? Ich übernehme mal kurz hier. Ja, ich ziehe mal die ersten drei runter zu uns. Das ist der Degenkolbe, wenn ich jetzt bin. Ja, die ersten drei aus dem Sprintrennen haben wir Dennis Furschheim, Dominik Wabritz und Jörg Degenkolbe. Glückwunsch euch drei. Dankeschön. Jo, danke. Meiner Seite auch. Danke. Also ich muss jetzt... Dennis, du hast es am Ende nochmal richtig spannend gemacht. Erzähl mal was, also am Start bist du ja nicht so gut losgekommen, da war der Dominik ja gleich mal vor dir. Ja, ich habe vergessen Start zu üben. Ich glaube die meisten sind ja letztes Jahr schon gefahren. Da habe ich ein bisschen verloren. Ich konnte mich zum Glück vor Martin halten einigermaßen, aber der hat mich dann auf der Geraden direkt geschnupft danach. Weil irgendwie fahren die weniger Flügel komischerweise, wie mein Teamkollege. Aber ich komme damit nicht zurecht. Und dann habe ich Glück gehabt, dass die irgendwie beide doch einen Fahrfehler gemacht haben und nicht vorbeischlüpfen konnte. Und dann die ersten Runden, nachdem ich vom Dominik 35 Sekunden Vorsprung hatte, habe ich ein bisschen die Reifen eingeteilt, ein bisschen langsam gemacht, aber irgendwie habe ich da mehr Fehler gemacht als sonst was, dass der Dominik relativ schnell wieder rankam. Dann habe ich wieder meinen normalen Rennspeed gemacht und am Schluss habe ich ein bisschen mit den Reifen zu tun gehabt und hatte ich noch Glück, dass ich da den Wagen halbwegs gefangen habe. Ja, Dominik. Oder Marinus, hast du irgendwas?
ich wollte sagen, ja, Dennis ist wirklich nochmal spannend gemacht am Schluss. Wir haben schon vermutet, dass es dann vielleicht schon die Reifen sein können, die dann schwer nachlassen. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass mir das ganze Rennen eigentlich sehr gefallen hat. Auch unter anderem hier ein großes Lob an den Herrn Degenkolbe, der auch wirklich einen beinharten Kampf gezeigt hat. War ja wirklich ein enges Feld beieinander. Dominik hat sich auch sehr gut verkauft, hat hart gekämpft, ist auch am Limit gefahren und hat es gesehen, hat wirklich die Strecke bis ans Letzte ausgenutzt. Also da war der Spiegel eigentlich auch nur mit Glück noch dran an der einen oder anderen Stelle. Also es war wirklich hart erfrischend, das erste Rennen anzuschauen, egal wo man hingeschaut hat, ob jetzt im vorderen Feld oder auch im hinteren Feld, es war immer was geboten. Da möchte ich mal herzlichen Dank an alle drei sagen. Dominik, was sagst du deinem Rennen? Ja, allererst mal Glückwunsch an Dennis und natürlich auch an Jörg von meiner Seite. Beim Start wusste ich nicht genau, was auf mich zukommt, weil ich halt den Dennis überhaupt nicht kenne und wusste nicht, ob er Starts trainiert hat, ob hin und her. Ich wusste nur, dass ich eigentlich letzte Saison auch immer ganz gut weggekommen bin vom Start her und deswegen habe ich mir da weniger Sorgen gemacht. Ich habe einfach geguckt, was passiert. Hat zum Glück ganz gut funktioniert. Ich konnte ihn direkt halt überholen, so dass es auch in der ersten Kurve zu keiner Berührung kam. Ich konnte direkt mein Auto halt vor ihn setzen. Dann habe ich, glaube ich, eine Runde konnte ich vor ihm fahren. Und ich hatte aber irgendwie die ersten zwei Runden tierisch Balanceprobleme. Also ich weiß nicht, ob ich die Reifen zu schlecht warm gefahren habe oder was ich falsch gemacht habe. Auf jeden Fall hatte ich keinen Grip gehabt. Ich denke mal, es lag an der Temperatur von den meinen Reifen. Also die waren definitiv zu kalt. Daher ist auch dann der Dreher in der Schikane resultiert, wo mir der Dennis hinten dran geklebt hat. Habe ich halt ja zu spät auf die Bremse, zu beim Rausbeschleunigen gehabt, da habe ich mich weggedreht. Und das war eigentlich so der rennentscheidende Fehler, halt, den ich gemacht habe, definitiv, weil sonst wäre es, glaube ich, eng geworden so. Ich glaube halt, dass wir, was die Reif angeht, beide zum selben Zeitpunkt ziemliche Probleme bekommen haben hinten raus. Also da wäre es vielleicht auch noch eine ganz schöne Rutschpartie zu zweit geworden. Aber so hat er das halt gut gemacht, konnte sich dann absetzen und als ich anfangen konnte, vernünftige Rundenzeiten zu fahren, hat die ganze Zeit eigentlich diese 2,5, 2,7, 3 Sekunden Abstand, konnte er halt relativ easy halten. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, komm, bevor du jetzt in der Wand klebst, genügst du dich halt erst Platz 2, ist ja nicht das Schlechteste. Und ich habe dann am Ende nur noch die gelbe Flagge gesehen links oben und dachte mir, boah, geil, vielleicht ist er eingeschlagen oder so, kriegst du ihn doch noch. Aber hat ihn doch noch gereicht und von daher Glückwunsch. Aber ich bin auch zufrieden auf jeden Fall. Danke, Glückwunsch auch an euch beide. Ja, Degenkolbe auf Platz 3. Ein doch sehr, sehr spannenden Zweikampf gehabt mit Peter Grau, Martin Fuhrmann und noch mit vielen anderen. Heidnebel war unter anderem auch dabei, folgt dem Marken. Ja, das war dicke Sorry an Kai, ja, weil ich glaube, dem hab's das Rennen ein bisschen zur Sau gemacht heute. Ja, also der kam nachher nochmal ordentlich ran, hat da weitergekämpft. Ja, aber erzähl mal, wie war dein Rennen? Ja, war ja das erste hier, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Natürlich, wie gesagt, habt ihr ja gesehen, wir sind halt doch dann der ein oder andere Fehler unterlaufen. Es tut mir ja leid für die Mitstreiter da, wo es dann halt mal ein bisschen Lackaustausch gab. Ansonsten sehr fair und viel Spaß. Man hat festgestellt, Jörg, dass bei dir wohl das Fahrzeug im hinteren, also im Heck ziemlich stabil gelegen ist. Auch gerade in schnellen Kurven ist mir das aufgefallen. Da hattest du einen kleinen Vorteil. Auch beim Anbremsen warst du wirklich stärker als zum Beispiel in Peter Grau. Da scheinst du wirklich einen Mittelweg gefunden zu haben. Naja, im Rennen hatte ich das Gefühl, dass ich eigentlich die besseren Reifen von allen hatte, mit denen ich gefahren bin. Okay. Da kam Peter sein Auto immer wie ein bisschen Raumschiff vor, wenn da Windschatten war, aber in jeder Kurve, ich konnte ihn ja innen überholen und ich hatte ein ganz gutes Kompromiss-Setup, sag ich mal. Reifenprobleme hatte ich halt zum Schluss, Gott sei Dank keine. Also es hat sich noch gefahren wie im Mittelteil des Rennens und das war dann für mich recht positiv. Ich denke mal, das Problem ist, wenn du halt mit weniger auch Abtrieb hier fährst und dann vielleicht doch riskierst, dass dein Auto mehr über die Achse rutscht, gerade auch Hinterachse in schnellen Kurven, dass du dann halt deine Reifen auch mit der Zeit ruinierst. Also mir ist das aufgefallen. Das muss da kein Geheimnis draus machen. Ich glaube, ich weiß nicht, was die anderen Verflügel fahren. Also ich habe für meine Verhältnisse, dachte ich fahre einen 12er. Ist auch schon relativ gering, aber ich mag sowieso Autos, wie gesagt, die ein bisschen am Heck übersteuernd einfach sind. Die übersteuernd fahren sind, und weil das kann ich dann eher noch kontrollieren, dann, wenn es klappt.
Weil man hat gesehen, Peter Grau war ja auch mit relativ wenig Abtrieb unterwegs, und auf der Geraden konnte dir dann immer ein bisschen Kontra setzen. Aber beim Anbremsen warst du wesentlich stärker. Ja. Okay, dann wünsche ich euch drei jetzt danach im Ein-Stunden-Rennen viel Erfolg, viel Spaß. Es wird jetzt für euch drei erstmal interessant werden, weil ja das Feld ja von hinten auf fädeln müsst, weil ja das Starterfeld ja in der umgekehrten Reihenfolge folgen wird. Ja, das ist eine spannende Sache. Mal gucken, wie fair alle anderen fahren. Ich war jetzt zum ersten Mal hier in der Liga und ich hoffe, dass wir einen fairen Fight haben. Und ich mich schön an die anderen beiden ranhängen kann erstmal, die Arbeit machen lassen kann, meine Reifen schonen lassen und ein paar Runden später zum Stop gehen kann, so dass ich dann an dem Leitfahrer schlüpfe. Ein richtiger Rennfahrer ist immer ein Egoist und so ist es auch richtig. Ja, aber ich muss mal gucken, vielleicht im Warm-up noch ein bisschen am Flügel, Reifendruck kann ich noch ein bisschen optimieren und mal gucken, ob ich dann Dominik vielleicht auf der Geraden vielleicht doch überholen könnte, weil sonst wäre es echt schwer geworden im Sprintrennen, weil der war auf der Geraden doch deutlich schneller. Ja, das ist sicher interessant. Ich freue mich drauf. Viel Erfolg allen. Ja, danke schön. Viel Spaß am Kommentieren. Genau, das hat wirklich schon sehr viel Spaß gemacht. Also es war wirklich sehr viel los. Schauen wir mal, wie es Hauptrennen jetzt wird. Ja. Viel Glück an alle Beteiligten, die hier im Channel zuhören können. Ja, Denko, du warst bei M-Power, oder? Genau, das wäre so schön. Ja, ich schieb's wieder zurück. So, wir sind jetzt wieder ins Training geswitcht. Also ich muss hier auch Lob mal kurz an die beiden Kommentatoren, an den Roland und an den Jörg abgeben. Es macht auch wirklich Spaß, mit euch zu kommentieren. Hoffe, ich falle euch nicht allzu oft ins Wort. Es merkt sich auch hier einiges an Ereignissen, aber es macht wirklich Spaß. Harmoniert auch sehr gut und wir haben auch unseren Spaß wirklich heute Abend. Auch schon allein jetzt im Sprintrennen war es schon sehr interessant und wirklich sehr erfrischend. Ich denke mal, wir werden jetzt ein Stundenrennen auch unseren Spaß haben. Ja, es macht auch wieder sehr viel Spaß, mit dir zu kommentieren, Marinos. Dankeschön, Dankeschön. Ja, jetzt müsste es bald weitergehen ins Warm-up. Da wird die Startaufstellung gemacht und dann geht's in das 1-Stunden-Rennen. Ich muss auch hier mal nochmal ein Lob an die Gruppe rund um Michael Welle weitergeben, auch Bernd Böhm heißt er, glaube ich, ist das richtig, unseren Modder. Haben wirklich alle top Arbeit. Den GT-Mod muss wirklich Michael zuschreiben. Ja. Das ist sein Baby. Auf alle Fälle, und allein die Physik. Ein Wunderwerk, muss ich wirklich sagen. Aber die Autos sind wirklich jetzt mit mehr Liebe und Detail bearbeitet worden, das fällt einem auch auf, wenn man ins ein oder andere Cockpit reinschaut, das ist eine wahre Freude. Augenschmaus. Da wird nochmal alles aus unserem guten alten Baby Air Factor 1 rausgeholt, weil Air Factor 2 steht ja schon in den Startlöchern. Da ist schon die Beta raus. Also, das wird nicht lange dauern. Ich hatte selbst das Vergnügen, hier den Mod mal testen zu dürfen und ja, da merke ich beim PC wirklich, das geht wirklich an die Grenze. Ich hab dich ja gern in der Kommentatorenkabine, aber ich hätte es auch nichts dagegen gehabt, wenn ich jetzt dir beim Fahren zuschauen dürfte. Und das gleiche geht auch an den Jörg. Also, ich sag mal, hier sind drei Fahrer anwesend, die auf der Strecke ja auch gern unterwegs sind. Ja, ich versuche mein Engagement im Jahr natürlich immer auf einen Liga zu konzentrieren. Das ist in diesem Jahr halt die GAL F1. Zwei Ligen parallel ist persönlich für mich ein bisschen zu stressig. Deswegen ist das Kommentieren jetzt mal eine schöne Abwechslung eigentlich. Denn wirklich jede Woche hinterm Lenkrad zu sitzen, viel zu trainieren, ja, das ist schon ja, ziemlich hart. Also bei den Fahrern, die das hier, diese Doppelbelastung teilweise haben, wirklich großen Respekt. Die machen das ich auch immer. Also wir haben das ja beide, denke ich mal schon, oder alle drei hier Anwesenden schon hinter uns, Doppelbelastungen, und man merkt es dann halt schon irgendwann, weil jedes Fahrzeug oder jeder Mod hat auch eine seine Eigenarten. Und es hat jeder von uns ja auch irgendwo sein privates Leben, ob jetzt beruflich, Sport, Freundin, Frau, keine Ahnung, Kinder. Man ist immer irgendwo ja auch anders eingebunden und ich sage immer, das Privatleben geht dann doch halt vor. Das ist ein Hobby wie jedes andere. Jeder investiert die Zeit und das Herzblut, was er dafür hat und auch von sich aus auch geben möchte. Darf ich euch mal eben kurz stören? Ja. Ja.
Hat zufälligerweise von euch jemand einen Screenshot? Oh, nee. Tut mir leid. Michael hat Screenshots gemacht, die sind weg. Ach nee. Sehr gut. Ja, damit haben wir ein massives Problem hier. Also wenn ich in Zukunft mitkommentieren sollte, dann mache ich doch, dann merke ich mir vor, in Zukunft am Ende einen Screenshot zu machen für alle Fälle. Ja, ich konnte keinen machen, weil ich war ja gar nicht auf dem Server. Nicht mehr da leider. Oh wei. Ja, wie möchte ich das Problem jetzt lösen? Jetzt haben wir ein Problem. Ja, zieh doch einfach alle mal nach oben, alle Fahrer, und dann sagt jeder seine Position. Dann wird das ja auch nicht. Wird ja auch die Scanner auch bescheißen. Ah ja, ich schreibe mal an. Okay. Alles klar, danke. Ja, cool. Können wir ja gerade mal auf den Peter Grau schalten. Peter Grau auf der Strecke zuzuschauen, das ist ganz interessant. Optimal jetzt für die Streckenvorstellung, weil der jetzt danach bald auf Start-Ziel fährt. Das wäre auf Platz 4. Direkt hinter Dieter Himmel. Gerade im letzten Streckenabschnitt im Bereich des Hotels. Gerade unten drin. Also bei mir ist der gerade durch den ersten Sektor durch. Oder bin ich jetzt voll mit dem falschen Fahrzeug? Weil ich hab der auch einen Position 4. Position 4 Audi müsste das sein. Ich hab vor mir einen Aston Martin. Ja, genau. So, jetzt. Ah, da waren eben Tommy und Peter direkt da genauso. Da, genial. Schau uns mal die Strecke an einfach. Ich schalte nochmal in die Cockpit-Ansicht. Oh, jetzt sehe ich gerade jetzt den Startversuch gerade vom Peter Kau. Ah, okay. Dann bleiben wir kurz mit der Außensicht. Hält kurz an. Kommt gut weg. Ja, also wenig wild bin, ja. Ordentlich sehr weggekommen. Gemacht. Aber auch das erwartet in die Bus. Schade, es wäre jetzt eigentlich interessant gewesen, mit Peter die Streckenvorstellung zu machen. Wir könnten jetzt danach gerade mal auf den Henning Wollert gehen, der direkt hinter dem Petra ist. Oh, 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 die halten aber auch schon hier im Training kräftig. Kommen wir hier, jetzt ist Platz gerade 19. Ich weiß nicht, 19 ist er eingeordnet. So, also ja. Kurve. Hier ist es immer wichtig auch den Zeitpunkt zu erwischen und den Schwung da mitzunehmen, diese Passage. Hier ist es auch sehr schwer, das Fahrzeug in Balance zu halten, auch mit Formel 1 Auto, leider auch jetzt in die Box. Die Runde abgebrochen, ja. Halt, da ist auch sehr wo wichtig. Ist denn der Peter Petrikowski? Ich suche ihn gerade. Auf Peter Petrikowski auf Platz 6, nimmt aber auch Schwung raus, ist jetzt auch in die Box. Ja. Wer fährt denn sonst noch? Gerade ein BMW, also der Christian Kohlsche. Da ist auch einer unterwegs, Frank Bauer. Sag mir eine Position. Ne? Platz 13. Ja. Fährt in die Box. Ach ne, das gibt's doch nicht. als ob sie uns hören würden. Ich schaue gerade mal, wer noch an der Strecke ist. Noch Carsten den Carsten Wilhelm auf Platz 9. Genau. Der auch wirklich sehr oft an neben der Strecke fährt, also wir können das hier auch mal bei ihm beobachten. Der fährt wirklich am Limit und hat aber auch wirklich ein sehr unruhiges Auto. Ich möchte ihm jetzt nicht unterstellen, dass er es mit Absicht macht, aber... Er hat ja den Kontakt mit einem Teamkollegen gehabt. Im ersten, wenn ich mich nicht irre. Mit Durchfahrtsstrafe, weil er ja auch mit zu viel Speed dann einen kaputten Splitter. Klar, kein anderes Druck mehr an der Vorderachse, da ist es... Anbremsen und einlegen schon schier unmöglich. Der ist aber auf der Gerade gefahren, als ob er noch einen Splitter dran hätte. Ja, und hat sich dadurch dann eine Durchfahrtsstrafe bzw. eine Stop-and-Go eingehandelt. Roland, übernimmst du mal gerade, ich bin mal 2 Minuten weg. Ja. Wie gesagt, jetzt sind wir hier auf im Training auf Platz 9 beim Carsten Wilhelm. Schauen dem gerade mal zu. Fahren jetzt danach auf die Start-Ziel-Gerade. Hier ist auch wichtig, viel Schwung mitzunehmen. Der erste Kurve wird eigentlich kurz angebremst. Zwei Gänge heruntergeschalten. Hier ist die Strecke mitten, dann wieder Schwung mitnehmen. Hier ist die Linienwahl sehr wichtig. Das macht der Carsten relativ gut. Hier auch früh wieder nach. Oh, weiter hinten und dreht sich weg. Oh, wow, wow. Dreht sich weg. Das ist eine sehr heikle Stelle. Also hier versucht man wirklich ans Limit zu gehen. Fährt über eine andere Streckenvariante wieder zurück auf die richtige. Strecke eines einen oder andere auch mehr ausgenutzt.
kommt die nächste Session. Ging jetzt aber... Ah ja, okay. Gut, dann werden sie jetzt wahrscheinlich ins Warm-Up soweit durchschalten, genau. Und dann die Startaufstellung neu machen. Das heißt, sie brauchen jetzt die kompletten Positionen. Wenn das also so lange dies Ganze jetzt in Starten geht, mal so eine Frage, dann so zum anderen Thema. Du fährst ja selber in dieser Saison ja in der Formel 1 mit, ERL. Was ist so dein Eindruck nach den ersten paar Rennen? Du hast ja wohl so deinen Rhythmus jetzt mit der Zeit schon gefunden. Du hast selbst gesagt, zu Beginn hattest du noch die ein oder andere Probleme mit dem Fahrzeug, der Fahrzeugabstimmung bzw. mit der Physik. Was ist dein Fazit nach den ersten paar Rennen? Also, es kommt mir ein bisschen auf die Strecke an. Also generell ist das Heck halt bei dem Mod recht schwierig. Sprich, wir haben ein sehr, sehr wackeliges Heck. Und da ich bisher recht stabile Hecks eigentlich an sich gewöhnt war, muss ich mich da ein bisschen erst drauf einstellen. Das heißt also, ob ihr müsst mit dem Gaspedal halt einfach umgehen. Genau, ja. Sehr, sehr vorsichtig beim Beschleunigen sein. Geht immer eine kritische Stelle im Drehzahlbereich. Wenn man da zu viel Gas gibt, dann dreht man sich recht leicht weg. Da am Start wahrscheinlich ein Punkt, den man beachten muss. Genau, es gibt so eine Startprozedere jetzt im Prinzip, was jeder jetzt so, ja, die einen besser, die anderen weniger besser anwenden können. Und wenn man sich daran hält, kommt man eigentlich jetzt ziemlich gut weg. Das ist meines Wissens der Trick, erster, zweiter Gang, dann den ersten zurückschalten und dann danach eigentlich ohne Kupplung im ersten einfach dann voll aufs Gas latschen und dann möglichst zügig in den zweiten Gang schalten. So habe ich das genau genommen. Genau, so ist es. Und ja, generell kommen mir bei dem Modhack jetzt die Strecken entgegen, die jetzt dann auch eher wieder so kommen, die auch bei Tag gefahren werden. Das heißt halt auch so die Traditionsstrecken jetzt, die ja auch aus der Vergangenheit eher bekannt sind. Genau, ja, als nächstes jetzt ja dann das Spa-Francorchamps auf der Rechnung. Genau. Durch die Bedingungen auf jeden Fall haben wir mehr Grip auf der Strecke als auf zum Beispiel jetzt in Singapur der Fall war. Ja. Und da fühle ich mich grundsätzlich einfach schon wieder wohler. Und ja, kann nur gut sein. Und ja, bisher Training läuft gut. Rennsetup ist halt noch ein bisschen wackelig, aber wird halt auch noch eine Woche haben wir noch Zeit und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Aber du hast dich bisher, muss ich sagen, gut verkauft, bist auch auf einer guten Position in der Gesamtwertung. Denke mal, damit wirst du voll zufrieden sein, denke ich mal, so jetzt zum Saisonstart an einer guten Angriffsposition. Das heißt, wenn du jetzt festigst, dann mal kann ich ja mit dir eigentlich rechnen in der Saison. Kampf um die Krone. Ja, der Peter Hähne speziell, oder im Speziellen, ist natürlich sehr, sehr stark. Also Frage. Die letzten Rennen, die jetzt gewonnen hat, mit Ausnahme von Singapur, wo dann halt der Jörg auch mitgefahren ist, was halt einfach seine Spezialstrecke zu sein scheint, ist er halt grundsätzlich sehr stark. Also ich hatte jetzt anfangs in Singapur halt noch das Glück vor ihm zu sein. Ich hatte einen guten Start, kam gut weg. Hab dann aber nach den ersten paar Runden leider einen Fehler eingebaut, was mich den Frontflügel gekostet hat und ja, dann kam halt direkt schon vorbei. Ja, es wäre die nächsten Rennen mal interessant, falls ich es schaffe, im Training halt so an seinen Zeiten so ranzukommen, ob ich es dann auf der Strecke oder im Rennen dann auch wirklich schaffe, mal mit ihm zu kämpfen. Aber es ist halt doch schon zeitintensiv, das ganze auch das Training, weil wenn das Feld so stark ist, muss man dann halt auch selbst als Fahrer seines Kalibers eigentlich auch doch Zeit investieren. Das auf jeden Fall, ja. Ich war eigentlich immer jemand, der viel Tests braucht und ja, wenn die Zeit halt da war, dann konnte ich das halt recht gut absolvieren. Ja, ich muss halt gucken, dass ich in der Woche jetzt halt möglichst viel trainiere und dann zum nächsten Rennen auf jeden Fall hoffentlich die Leistung abrufen kann. Und was ist denn so dein Eindruck, so die Benutzung der neuen Hilfsmittel DRS, also den aufklappbaren Heckflügel und auch des KERS? Mitgekommen, dass man ja da in Sachen KERS ja nochmal eine leichte Überarbeitung vorgenommen hat nach dem ersten Rennen, dass das KERS nicht ganz so viel Vorteil bringt, weil dann doch die Überholmanöver, gerade speziell in Abu Dhabi, waren ja eigentlich relativ gering durch DRS, weil sich dann viele mit dem KERS wehren konnten. Das hat man das jetzt besser gelöst. Also die letzten Rennen merkt man auf jeden Fall, also das, ich hatte jetzt in Singapur den Fall, dass ich an Sven Pazanka halt dran war und ja, auch trotz KERS teilweise nicht ganz richtig vorbeigekommen, also lag noch ein bisschen an der Setup-Einstellung, aber ist auf jeden Fall schwieriger.
Jetzt speziell in Spa wird es interessant werden, also im Qualifying, wenn du dabei bist und das kommentierst, musst du mal genau darauf achten, ob und welche Leute jetzt zum Beispiel den Flügel auch in der Eau Rouge offen lassen. Ja, das wird interessant sehr knapp abhängig, aber ich für meinen Teil mache bisher halt immer noch kurz zu und dann erst wieder auf, weil der Wagen auch hinten sehr, sehr leicht wird. Das ist so, du kommst ja dann über die Kuppe drüber, da wird das Auto ja von Haus aus ein bisschen nervös. Ja, wobei bergauf da oben ist es schon nicht mehr das Problem. Das würde ich in der Senke unten, wenn du den Wagen leicht neu positionieren musst. Dann hast du ein Problem. Dann setzt du halt immer noch ein bisschen auf und das bisschen reicht eigentlich schon, wenn du nur einen kleinen Schlenker in der Lenkung drin hast. Dann geht es ja so wie Villeneuve 1900, was war das? Ich glaube 99, ja. 99, genau, wo er abgeflogen ist, damals mit dem BAT bzw. BRR, mit dieser tollen Reißverschlusslackierung, würde ich niemals vergessen. Genau. Ja, dann glaube ich gleich beide abgeflogen, einmal der Ricardo Zonta genau. Und der Jacques Villeneuve, das ist auf jeden Fall schon ein paar Mal im Training jetzt passiert, also da lasse ich den Heckflügel sicher mal kurz zu. Also ich habe mir da ein angewöhnt gehabt, ich habe ja auch im Vorfeld getestet, die Formel 1, bevor ich ja dann eigentlich das Ganze an den Nagel gehängt habe. Ich habe mir diesen Flügel noch zusätzlich aufs Kupplungspedal gelegt und habe das dann so eingestellt, dass ich dann mit dem Kupplungspedal den Flügel wieder zumachen konnte. Es ist aber auch relativ riskant, also ich denke mal, da wird es halt wirklich dann auch darauf ankommen, wie jeder seine Knöpfe belegt hat. Speziell, wenn man das G25 hat, ist man mit den Knöpfen dann nicht ganz so bestückt. Ja, ich habe ja vor einigen Jahren ein paar Knöpfe zusätzlich hier gekriegt fürs G25. Die sind sehr, sehr hilfreich. Also beim Kupplungspedal wäre das jetzt sehr, sehr schwierig. Denn wenn du wirklich aufs Kupplungspedal gehst, dann geht auch Beschleunigung weg, ja. Genau, dann geht halt wirklich dann kurz ein Leerlauf mehr oder weniger, der Gang ist noch drin, aber sobald du dann wieder aufs Gas trittst, kann es dir passieren, dass der Wagen dann wirklich ganz weggeht. Okay. Deswegen ist das ein bisschen riskant. Also ich habe ja auch gesagt, also das war mir dann auch ein bisschen graus, dass mir da einfach ein, zwei Knöpfe gefehlt haben am Lenkrad. Weil dann die Knöpfe speziell im G25 auf die Schaltkulisse da zu legen, das ist dann auch nicht so effektiv, wenn man dann die Hand dann komplett vom Lenkrad wegnehmen muss, gerade so an so einer Stelle wie in der Eau Rouge. Aber ich denke mal, es wird interessant werden. Also die Spa bietet sich ja gerade auch durch die Geraden an, da DRS einzusetzen. Bisher halt im Qualifying. Also die Geschwindigkeiten werden da wirklich sehr interessant werden, also was auch die Geschwindigkeitsunterschiede dann angeht. Es ist auch die Frage, man hat ja auch schon festgestellt in den vorigen Rennen, dass ja sehr viele unterschiedliche Strategien, Abstimmungen vom Flügel und auch vom Getriebe angehen. Das heißt, hatten wir auch in der echten Form 1 gesehen, dass doch manche dann in den Begrenzer gekommen ist im Rennen, wenn er dann irgendwie DRS eingesetzt hat, dann einfach nicht am Vordermann vorbeikam. Ja, das könnte in Spa ungefähr ähnlich werden, da du ja auch, du fährst ja das Setup, was du im Rennen fährst, musst du ja auch im Qualifying fahren, halt mal abgetankt. Ja, genau, und da du im den du im Qualifying erreichst, kommst du wirklich schon dicht an den Drehzahlbeginn dran, ja. Auf alle Fälle. Aber da wünsche ich dir jetzt von meiner Seite auf alle Fälle viel Glück für die kommenden Rennen, auch für die komplette Saison. Ich würde es verfolgen. Jetzt habe ich gerade gesehen, wir haben jetzt ins Rennen geschalten, also sprich ins Hauptrennen, was mich jetzt erwundert, dass da im Rennen 20 Minuten steht bei mir. Kann eigentlich nicht ganz so stimmen. Hier wird auch das gerade beanstandet vom Seiten des Fahrerfeldes. Ja, ich habe da jemand doch vergessen, die Zeit durchzustellen. Das ist nicht gut, weil dann würde das ganze Prozedere wieder von vorne beginnen. Nee, eigentlich nicht, du musst nur Reset oder. Okay. Ich weiß es nicht, aber wir haben, also die Steuerstellung ist ja jetzt da, die haben die Daten, von daher sollte es nicht allzu lange dauern. Okay. Ah, das wird jetzt spannend werden. Ich habe auch gerade, du wieder da, Gott sei Dank, Jörg, ich habe gerade auch mal kurz mit Roland über die GRL geredet. Da hattest du ja jetzt im letzten Rennen deinen Gastauftritt. Ja. Gleich auch erfolgreich genutzt. Ja, aber auch nur, weil Dominik da etwas Pech hatte. Ansonsten wäre ich an Dominik nie rangekommen in diesem Rennen. Seine Zeiten waren einfach brutals schnell. Das auf alle Fälle. Also er war schnell, aber er hat halt leider diesen Schnitzer drin gehabt. Ja, wenn man einmal einen Fehler macht im Rennen, ist die Konzentration mal kurz weg, du bist komplett aus dem Rhythmus. Wenn du dabei noch einschlägst, dann ist das Auto auch noch krumm und dann kannst du dich das ganze Rennen an neue Balance vom Auto gewöhnen.
So ist es, und man hat auch leichter das Vertrauen nicht mehr ganz so, wenn das Auto einmal an der Stelle auf einmal schlagartig weggeht, wo es vielleicht vorher nie Probleme gemacht hat. Ja, nur kurze Frage, bevor wir jetzt hier nach ins GT Masters Rennen starten, werden wir dich in dieser Saison, ob jetzt in der GT Masters oder auch in der GRL, vielleicht nochmal am Start sehen? Ja, also wenn, dann um Ostern, nach Ostern. Okay. Weil ich habe jetzt auch Ende Februar noch Zwischenprüfung. Ah ja, da findest du dich ja in der Ausbildung, ist ja richtig. Ja, genau. Ja, vielleicht danach. Mal sehen, und ja, im Sommer werde ich vielleicht auch nochmal fahren. Würde mich auf alle Fälle freuen. Vielleicht könnte es ja sein, dass ich auch mal nochmal so ein Rennen mitfahre. Ja. Es bitzelt mich schon, aber ich muss dann halt mit einem Schmalspur-Equipment fahren, muss ich dazu sagen. Ja, mein Lenkrad hat halt letztes Mal den ersten Einsatz im langen Rennen, hat es auch gut überstanden. Mein Fanatec CSR-Wheel. Na, musst du mal umschauen. Aber so ein Momo dürfte auch nicht so schlecht sein. Da hast du auch sehr viele Einstellmöglichkeiten. Das habe ich mir damals eigentlich ehrlich gesagt, kurz bevor ich mir das G25 gekauft habe, vielleicht ein halbes Jahr, habe ich mir damals das Momo gekauft. Dann war so die Phase, wo das G25 einem hinterhergeworfen worden ist, für 140 Euro. Dann habe ich zugelangt, dann war es ja auf einmal danach für nur knapp 200 wieder erhältlich. Also da hatte ich Glück. Ja, die Phase habe ich auch genutzt, ja. War damals so der Zeitpunkt. Ich muss sagen, ich bitzel schon manchmal noch mit Fahrt zum Fahren, aber ich sag mal, für mich ist der, habe ich mir gesagt, auch mal so eine Pause zu nehmen, du auch, Jörg, und vielleicht dann das Geld zu sparen und sich dann auch einen gescheiten Race Rig zu kaufen, also so richtig Metallgestell mit Schreibtisch. Sehe ich gerade, jetzt so. Haben wir schon Rennen geschalten, es stimmt auch die Rennlänge, also sprich eine Stunde. Die Fahrer haben jetzt wieder, wie viel haben sie, 6 Minuten insgesamt aus der Box herauszufahren. Ich glaube, 2-3 Minuten, glaube ich, bis die Box schließt. Jetzt wird es danach wirklich interessant werden, wer welche Strategie geht, wer welche Reifen benutzt. Klar, wenn ich jetzt mit härteren Reifen fahre, dann bin ich vielleicht zu Beginn etwas langsamer, habe aber dann die Konstanz bzw. dann auch den Speed nach hinten heraus. Und spare mir vielleicht den einen oder anderen Stop, hier wirklich abzuwägen. Das ist ja eine Strecke, die wird die Reifen fordert. Man hat jetzt auch schon im 20-Minuten-Rennen gesehen, dass der ein oder andere Fahrer auch am Schluss extremste Probleme mit den Reifen bekommen hat. Deswegen wird das jetzt so interessanter werden. Ja, die Weichreifen halten halt auf den meisten Strecken gerade so die kurze Renndistanz durch. Stimmt, ja. Die sind also wirklich auch gerade... Also man wird es kaum glauben, also die Hinterachse ist ja auch durch die Leistung schon ziemlich beansprucht, aber auch die Vorderachse kommt extrem vorne links auf Temperaturen, auf den meisten Strecken, und neigt dann halt dadurch, dass du den Reifen konstant im hohen Temperaturbereich hast, dass dann der Reifen halt extrem stark abbaut. Man kann es dann zwar mal wagen, vielleicht ein paar Runden Piano zu machen, aber ganz ehrlich, wie jeder, der so selber schon so ein Rennen mitgefahren ist, der weiß, dass es einem immer schwer fällt, dann zwischendrin mal die Luft rauszunehmen. Ich bin da auch immer einer gewesen, der dem dann auch die Konzentration flöten ging, wenn ich dann mal wirklich den Speed rausgenommen habe. Ja, das muss man, da muss man wirklich aufpassen, das habe ich jetzt vor Ende ja auch gemerkt, als dann Peter Hene irgendwann dann die Speed rausgenommen hat. Weil er von hinten weniger Druck hatte, und da konnte ich vorne natürlich auch die Speed rausnehmen, weil man fährt ja nicht einfach mal so am Limit auf so einer Strecke in Singapur. Aber da habe ich dann doch gemerkt, so, dass ich ihn fast zweimal in der Schikane in Singapur weggeschmissen hätte. Da war es dann schon extrem knapp, weil die Konzentration so in den Keller geht. Da fehlt ja einfach der Druck. Es ist genauso, wenn ich, ich habe es auch lieber, jemanden hinterher zu fahren, als vorne wegzufahren. Das ist manchmal wirklich so. Dass man da immer einen Anhaltspunkt hat, dass man einfach auf Konzentration bleibt. Sobald man die Konzentration kurz verliert, kommt man auch ganz schnell mal aus dem Rhythmus raus. Das ist immer die trügerische Gefahr, die man dann in dem Moment erlebt. Ja, und das ist nicht nur hier so bei der SAC oder bei der GRL, sondern auch
bei Langstrecken-Events, da hat man das nach ein paar Stunden extrem, wenn es so in die Nacht oder Richtung Morgen wieder geht. Zeigt man das umso mehr. Ja. Ja, jetzt haben wir hier noch 2 Minuten 50 bis zur Einführungsrunde. Würde ich mal sagen, dass weder Roland oder der Jörg hier mal kurz die Startaufstellung updatet für das 1-Stunden-Rennen, weil wir haben jetzt hier die